Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warptorio mit dem Wesley. Hallo. Eigentlich müsste man ja sagen Warptorio 2, ne? Ja, stimmt. Aber die erste Version kennen wir gar nicht. Das ist richtig. Da haben wir keine Ahnung von. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Was ist denn hier wieder Sache? Ja, ne? Wie gemein, es kam übrigens ein Kommentar. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Irgendwer hatte geschrieben, dass er im Keller quasi an jedem Arm, den es da gibt, also von den vier Seiten, eine Schmelze hingemacht hat und egal, was er da reingeliefert hat, das hat alles geschmolzen, ob Eisen oder Kupfer, und in der Mitte hat das dann sortiert. So, okay. Das fand ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Also sortieren mal, also Erze alle aufeinander laufen lassen, dann so zu sortieren. Weißt du, hast immer das Problem, irgendwas läuft voll und dann staut's. Ja, das richtig. Das richtig. Deswegen bin ich da eigentlich nicht Fan von. Wesley ist dann not amused. Nee. Du musst dann halt riesige Puffer bauen, ne? Ja, das ist halt. Ja gut, und dann. Gut, wenn du irgendwas richtig viel hast, dann kannst du sagen, okay, dann schließen wir es erstmal nicht an. Aber du brauchst dann halt riesige Puffer. Da ich mal 200.000, 300.000 Erze oder so gespeichert werden können. Ja. Gut, eigentlich ist es ja so jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir halt oben einfach einen Fließbandeimer um die Base legen müssen. Mein Gott, dann ist halt so. Das bringt uns jetzt auch nicht um, die paar Fließbänder, oder? Vielleicht kann man das irgendwann mal machen. Ja. Erstmal den Keller noch ein bisschen ausbauen. Mal gucken, wie viel Platz wir da noch bekommen. Da geht mit Sicherheit noch einiges. Bevor wir da jetzt. Einiges, ne? Ja, bevor wir da jetzt irgendwas reinbasteln und dann machen wir wieder zwei Updates und dann ist wieder alles für den Arsch. So funktioniert ja auch erstmal. Müssen halt jetzt nur noch die blauen Fläschchen hier per Hand runterbringen, aber. Gibt Schlimmeres. Irgendwann, wenn wir hier unten noch ein bisschen mehr Platz haben, dann können wir das theoretisch. Warte mal, können wir das denn forschen? Das wäre der hier. Dafür müssten wir die Geschichte forschen wir gerade. Dann das. Dann das. 200 lila Fläschchen brauchen wir. Wenn wir die bauen können. Die sind natürlich auch teuer, ne? Gleise. Die brauchen richtig viel Stahl, glaube ich. Aber es läuft. Et lübt. Was wir mal machen könnten, wir könnten mal losmarschieren und gucken, ob wir Uran finden. Und wird auch langsam Zeit, ne? Ein schönes AKW bauen, ey. Ja, dass wir zumindest schon mal Uran hierher schöffeln und mit den Zentrifugen schon mal 40 von diesen Uran 235 oder was da kriegen. Weil das dauert ja auch eine Zeit, bis das alles soweit fertig ist. Ja. Ich wandere mal los. Warte mal, ich will mir. Was mache ich? Munition. Weiß nicht. Kannst ja auch mit wandern, Aliens killen oder so. Haben wir nicht auch Panzer schon gehabt? Du hattest Panzer. Jetzt ein Panzer, ja. Wir haben auch gar kein Öl angeschlossen, ne? Wir haben aber auch kein Öl da. Mir juckt die Nase. So, das haben wir und jetzt können wir forschen. Das hier, wenn wir 200 Fläschchen haben. Weißt du, willst du mal 200 lila Fläschchen bauen? Ich? Ja. Lila Fläschchen. Bauen die denn? Lichtbogenöfen, Gleise, Produktivitätsmodule. Okay, ich versuche mal was. Wir haben übrigens in irgendeiner Folge, hattest du außen an der Base eine Reihe Montagemaschine gebaut? Ja. Die haben wir vergessen. Beim Warpen. Die haben wir vergessen? Das wurde sehr oft geschrieben in den Kommentaren. Hopp, ja? Da jetzt mal die ganzen Montagemaschinen vergessen, ja. Okay.
Oh Mann. Wie Zeit haben wir denn? Wir haben noch. Ja, wir sind erstmal achten. Wir haben keine Ablaufzeit Ach mehr. Ach so, haben wir nicht mehr. Nee, nee, wir können bleiben, solange wir es schaffen. Das ist natürlich auch geil. Aber irgendwann müssen wir mal porten. Ja, ja, ja. Allerspätestens, wenn jetzt die Blauen kommen, dann sieht die Welt schon anders aus. Nehmen wir erstmal Gleise her. 30 mal 200 sind 6000 Gleise. Kommen immer zwei raus. Also. Warte mal, wir können radaren. Wo stelle ich denn nochmal einen Stahl her? Hätte ich nicht noch eine Stahlschmelze gebaut? Haben wir nicht im Keller eine stehen? Nee. Nee? Hä? Die oben war, die hatten wir mal abgerissen vor 5, 6 Folgen. Scheiße, dann brauchen wir erstmal eine Stahlschmelze. Ich glaube, hier gibt es gar kein Uran. Nee. Haben wir eigentlich Schwefelsäure, Wesley? Kann sein. Das brauchen wir ja auch für Uran. Ja, wir haben ja Batterien. Achso, ja, stimmt. Müssen wir das ja auch haben. So. Ja, Uran. Hier kommen schon die großen Nester. Hier will ich eigentlich gar nicht mehr drin rumfighten. Mal anders laufen. Ohne Kiste. Oh, 14 Stapelknickis in der Kiste. Ja, cool. Nehm ich. Nehm ich. Oh, ich bräuchte mal Batterien. Hier wird Stahl hergestellt. Wovon bin ich? Uran, 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 Uran. Haben die nur ein Nest? Okay. Oh, ich habe Öl gefunden. Ja, nice. Wollen wir Öl anschließen erstmal? Ja. Will das noch nicht? Nee. Mach das. Alter, so viel. Hast du noch Ölmaschinen? Pumpen? Ölpumpen? Ja. Kannst du mir die geben? Ja. Ich bin hier schon. Oder wie viel brauchst du? Ja, passt schon. Ich glaube, es waren sogar nur noch 5. Ich hatte 8. Da ist richtig viel Öl. Es waren sogar nur noch 4. Lasertürme, jo. Nicht schön, aber selten. Oh, bitte? Nix. Ich hab grad akkurate Verteidigung gebaut. Akkurate? Ja. Ich gar nicht schieben. Ja, schnell. Werden ja schnell pulsiert. Ein.
So läuft, ne? Wie viel Öl ist das überhaupt hier? 1700%. Das ist gut. Jetzt eigentlich hier hingehen, ja. Passt. Läuft. Fläschchen, Fläschchen, Fläschchen. Hier noch mal eine Forschung drüber. Alter, was baust du hier? So viel Stahl, bist du irre? Das braucht man. Ja, aber wir brauchen den Stahl ja nicht auf dieser Etage, Wesley. Wir brauchen den ja von Hand runterbringen. Jo. Ja, da unten haben wir ja kaum Platz. Ja, das wird ja, das forschen wir ja gerade. Oh, nervösen Finger. Kenn ich. So, warte mal. Da müsste jetzt hier noch Eisen angeschlossen werden, richtig? Nee. Kupfer. So. Oh, nervösen Finger. Was ist da los? Jawoll. Warte mal, wie 200 Wissenschaftspakete wolltest du haben? Ja, genau. Warte mal, so viel Schieben brauche ich ja gar nicht. Die Forschung wollte ich machen. 30, also 10. Das sind 1000 Schienen, glaube ich. Oh, habe ich schon. Du brauchst 10 Stück für 1. Wir wollen 200 haben. Das heißt, du brauchst 2000. Ach, 2000, scheiße. Ja, ich habe irgendwie weit gerechnet. Soll ich ein paar mit der Hand noch nebenbei basteln? Geht doch eigentlich schnell, oder? So, du stellst ja auch immer zwei her pro Durchgang. Stahl. Ich hol was. Stalus Incorruptus. Wohin brauchst du Stahl? Jo, das müsste reichen. Lichtbogenöfen. War? Ja, die kosten ja auch nur 1000 Stahl. 66 Stück. Wie viel? 66 Stück. Oh, das sind 660 Stahl. Okay, warte, ich guck mal, was ich machen kann. So, erstmal hole ich mir das hier. Dann. Rote Schaltkreise brauchen wir noch. Ja, habe ich. Sonst hast du alles, oder was? Ein Ziegelstein habe ich genug, glaube ich. Ja, und Stahl, ne? Ja, habe ich nicht. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wir könnten ja eigentlich... Alter, hier wird zerstört. Ihr Penner.
Hattest du nicht eine Blaupause von... Ach, bringt dir nichts. Nicht wirklich. Haut ab. Ihr Schweine. So. Da müsste doch theoretisch Stahl. Dann Stahl kommen. Jo, ist gut. Ja. Ich guck nochmal wegen Stahl. Hier irgendwo klauen. So. Rote Schaltkreise. Hier brauchst du nochmal die 200 lila Fläschchen? Für die Erweiterung für den Keller. Sehr gut. Ja, das hat auch Vorrang. Also, da weil das ist dann, glaube ich, nämlich die letzte Erweiterung erstmal, bis wir gelbe Fläschchen oder weiße irgendwann haben. Und dann kann man nämlich anfangen umzubauen, weißt du? Weil wenn jetzt wieder anfängst... Ja, baust du ständig um. Ja. Deswegen wollte ich die einmal kurz dazwischen ballern. Hast du schon genug Öfen, oder? Nee, ich habe erst 12. Hast du schon Maschinen hier für die Dings? Schmeiß mal dein Werk schon mal darin. Sind sie da? Also. 41 Minuten. Wo kommen die eigentlich her hier? Da ist doch nirgendwo mehr ein... Wandern die echt da rum? Alter. Oh, das ist Uran, ne? Oh, jo. Ich seh's. Der deckt aber ordentlich was auf. Ja, und der wird ja immer größer mit der Aufdeckerei. Aber es dauert auch, der Cooldown ist dann jetzt länger, oder? Ja, ja. Der verlängert sich ja auch. So, das war alles, was ich hatte. Mal wenig. Stahl. Ich überleg gerade. Eigentlich könnten wir Öl. Pass auf. Aber jetzt, wir sind ja auch schon 42 Minuten her. Hier. Wenn wir jetzt anfangen, Öl abzubauen, um dann Uran aufzubauen, bis wir das aufgebaut haben, können wir schon fast warpen. Ja. Dann lassen wir das jetzt. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Dann machen wir jetzt, dass Öl halt ran voll wird. Dass wir da ordentlich Puffer haben. Ist, glaube ich, besser. Ich wollte mal hier...48 Fläschchen sind es schon. Können wir eigentlich schon mit forschen, ne? Da.
Decke. Zwischen die Rohre. Sagt eigentlich der Strom. Noch geht es. Boah, das wird so cool, wenn wir Kernreaktoren haben, Wesley. Ja, auf jeden Fall. Hoch. Dip. Läuft, hä? Visible Radar GG Flow. Ich das da nicht mehr hin. Jetzt habe ich mir mein ganzes Bauwerk hier verkackt, oder was? Haben wir denn Ziegelsteine? Was? Ziegelsteine. Ja. Der kommt nicht her, oder? Ja, nicht so. Ja, nicht so. Okay. Das ist schlecht. Nee, Ziegelsteine haben wir glaube ich oben einfach immer gebastelt. Wir könnten aber, warte mal, wir haben da jetzt uiuiui. Gesundheit. Ah. Alles voll? Alles voll. Alles nass. Dann wundert man sich, warum die Tasten nicht mehr reindrücken. Der ist hart. Oder feststecken. Ich hab Ziegelstein. Brauchst du Ziegelstein? So. Hier kommen auch immer mehr, ne? Läuft. So, haben wir genug blaue Fläschchen oder was? Blaue? Lila. Hast du noch welche in der Tasche? Was fehlt denn hier? Weiß nicht, ob das reicht. Wir haben. Schienen fehlen noch, ne? Nee, jetzt müsst du aber genug haben. Ja, weiß ich nicht. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 9. Und das, was hier noch kommt, oder was?
Ich habe genau passend Schienen hergestellt. Das muss er jetzt eigentlich noch machen. Achso, okay. Ja, warte, ich. Ja, sehen wir ja jetzt, ob es reicht. Würde ich sagen, bauen wir gleich ab und dann weg. Ja. Wobei eigentlich ist er noch gar nicht so schlecht, oder? Ah. Ah. Es wird mehr. Aber alles noch im Rahmen des Machbaren. Was denn? Von den Aliens her. Also ich würde noch kurz Alle die Flammenwerfer regeln. meine Aber sowas Sachen von. holen. Ich liebe Flammenwerfer. Ja. Ist das A und O. Billig, von kaum Munition und super stark. Ich sag's eigentlich immer wieder. Die, eigentlich sind die OP. Die sind zu heftig. Das ist halt, wir müssen Rohr dahin verlegen, ne? Aber komm, das ist auch nicht die Welt. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend hier und sehen uns nächste Folge wieder. Dann werden wir wahrscheinlich abrücken. Bis dahin haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Keller ausgebaut und dann würde ich sagen, nächste Folge geht es dann da weiter. Erstmal ein bisschen umbauen und dann, ja, sehen wir weiter. Also, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.